Mein Name ist Sabine Dietrich. Ich darf Sie kurz im Namen der Medartis ganz herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Toll, dass Sie sich so zahlreich angemeldet haben. Nur ganz kurz ein Punkt zum organisatorischen Ablauf von meiner Seite. Sie sind alle voreingestellt auf stumm geschaltet und da würden Sie auch so bitten, das erstmal während der Präsentation so beizubehalten. Dr. Mader bittet darum, Fragen im Chatbereich zu bestellen. Den finden Sie in der Menüleiste im unteren Bildschirmrand. Und wir würden dann am Ende der Präsentation die Fragen dort durchgehen und beantworten. Ja, dann darf ich eigentlich direkt überleiten. Ganz herzlich willkommen nach Hamburg zu Konrad Mader und ein ganz besonderes Dankeschön auch für Ihre Bereitschaft, dieses Webinar zu gestalten. Und damit schalte ich mich auch stumm und darf an Sie übergeben. Ja, super. Dann sage ich mal Moin aus Hamburg. Ich hoffe, alle können mich gut hören. Ich sitze hier in meinem kleinen, aber sehr feinen Sektionszimmer. Und wir beschäftigen uns heute, das finde ich auch ein sehr toller Titel, Medartis Solidary Webinars. Also wird auf Deutsch sein und ich begrüße alle, die uns zuhören. Das finde ich ganz toll. Komplextrauma rund um das Olecranon, Terrible Triad, Montage-like Lesion, Trans-Olecran, Luxation. Man sieht ja oben links unseren schönen Eingangsbereich von diesem modernen Ding. Da steht jetzt im Augenblick natürlich ein Corona-Zelt vor. Ganz witzigerweise habe ich mit Klaus Schröder und Herbert Friesen von der Medartis die letzte gemeinschaftliche Operation vor 2 Monaten hier gemacht. Dann waren wir noch lecker in der Schlachterbörse essen und seitdem sind wir mehr oder weniger runtergefahren. Aber egal, wir freuen uns, dass wir uns bald wiedersehen und ich fange mal an, ganz kurz einen Kommentar zu dem Bild. Das ist natürlich super hier, der Bart wächst, das ist natürlich auch ein Problem mit den Barbieren. Hinter uns steht jetzt der Ultimaker Pro, der steht mir hier schräg gegenüber in so einer kleinen Garage. Der kommt auch demnächst nochmal im Fokus Gesundheit. Meine Agenda heute, wir haben so knapp 60 Minuten Zeit. Ich habe über 66 solcher Präsentationsfolien vorbereitet und wir haben 2 kleine Polls vorbereitet. Ganz interessant, ich habe keinerlei Conflict of Interest. Ich wurde sonst immer als der Fixateur-Heini beschimpft, oder nicht beschimpft, sondern freundlich genannt. Ich bin auch kein Medartis-Shareholder, wobei man mir gesagt hat, dass im letzten Jahr, als ich zum UKE gewechselt habe, doch ein relativ großer Neuauftrag für Medartis-Produkte erfolgt ist. Wir haben auch im letzten Jahr, das kann man ruhig mal sagen, für 200.000 Euro Medartis-Produkte im Bereich der oberen Extremität eingehalten. Ich werde keine Online-Barber-Workshop-Tipps auch für Bartgel und so weiter geben. Ich werde anfangen mit einem kleinen Diskurs über die Medartis-Doppelplatte, die mir doch sehr in den letzten 4, 5 Jahren ans Herz gewachsen ist, sage, was ich an der interessant finde. Wir haben eine kleine Studie mit dem Kollegen Klötzer gemacht, der jetzt nach Boberg. Wir wissen ja vielleicht, dass das UKE und Boberg jetzt ganz eng zusammenkommen werden. Das heißt, wir werden da mit der BG ein bisschen nach vorne gehen. Ich sage so 2 anatomische Bemerkungen, Klassifikationen. Und zwar die Mayo-Klassifikation gegenüber der O-Klassifikation. 2 Grundbegriffe, COD versus OW, um das Olecranon richtig einzustellen. Ein schönes Paper von Herrn Koslowski zur Gefäßanatomie, die vielleicht ein bisschen zeigt, warum diese kleinen Doppelplatten doch ganz günstig seien. Dann stelle ich kurz unsere Sektion vor und das, was wir so im Augenblick in den letzten 20 Monaten operiert haben. Und dann geht es auch im Mediaspace ein bisschen Differentialdiagnostik, Gegenüberstellung von Terrible Triad gegen Montage-like Lesion und Transformationsfaktor. Dann zeige ich in diesem Verlauf 4 Cases, wie wir uns das diagnostisch und auch dann in der Therapie uns den Sachen annähern. 1 Folie zum erwarteten Outcome und dann sind wir durch. Hier 90-jährige Patientin, ich glaube, das Bild ist auch von Sebastian Siebenlis, mit dem ich natürlich auch nicht nur freundschaftlich verbunden bin, auch einige Bilder, wir uns mal austauschen. 90 Jahre alt, hat so eine Trizeps-Avulsionsfraktur, kann man sagen, eine Trümmerfraktur. Und die Mayo-Klassifikation, die ja von unserem sehr geschätzten Bernard Mori 1993 inauguriert wurde, die ist eigentlich sehr schön, weil sie uns auch Richtung den Luxationsfrakturen, den Trümmerfrakturen Hilfen gibt. Das ist immer ganz einfach. A und B. A heißt einfach, also ein Fragment und B heißt Mehrfragment und dann gibt es den Typ 1, also die Mayo 1B wäre also eine Mehrfragmentfraktur, die nicht disloziert ist. Die häufigsten Frakturen sind sicherlich die Typ B-Verletzungen des Typ 2, weil ganz, ganz selten, wenn man CT sich anschaut, das Olecranon in einem einfachen Querbruch, ne, also Zerklage, einfacher Querbruch, sind meistens Schrägbrüche, häufig intermediäre Fragmente.
Und dann unten, also Typ 3, das sind dann die Trümmerfrakturen, wo aber die Gelenklinie unterbrochen ist, in Luxationsfrakturen. Und da sind vor allen Dingen sehr nasty Typ B, die Engländer noch als Variant, als Transallocutane Compound Variant bezeichnen, wo die Bandsysteme auch mit zerrissen sind. Das sind wirklich, wenn man das übersieht, gemeine Biester. Die AU-Klassifikation, da gab es ja vor anderthalb Jahren ein sehr schönes GOT-Heft. Wer da Lust hat, kann mir eine Mail schicken. Das haben wir auf unserer Dropbox abgespeichert. Die haben ja nach 50 Jahren geschafft, wenigstens, dass man zwischen Radius und Ulna am Unterarm unterscheiden kann. Also es heißt nicht mehr 2-1 für Olecanon proximal, sondern es heißt jetzt 2-U, also für Ulna 1-A. Da gibt es die Trizepsavulsion. Da gibt es die distalen Frakturen, da gibt es die Mehrfragmentfrakturen. Ich habe das, glaube ich, so eingestellt, dass man das umfahren kann. Und dann gibt es die B-Frakturen und dann gibt es Qualifier. Und da gibt es die simplen und die multifragmentären. Und dann gibt es die nur das Koronet anbringen. Also die AO-Klassifikation der neuesten Auflage hat sich ein bisschen was angeschaut. Und wenn wir Richtung Montager-like Lesion, wenn wir Richtung Transolekranoluxationsfrakturen, Komponent 2U1C3-Frakturen. Und da sehen wir dann halt auch Frakturen, die als Qualifier mit S markiert werden können, dann in den Prozessus coronoideus, wo wir gleich lernen werden, dass der sehr, sehr wichtig ist für die Stabilität hineinkommen. So, wie ist denn unser Standard Care? Ich trinke es übrigens wie Rivella. Es ist mir mitgebracht worden aus Basel vor ungefähr 3 Wochen. So, das ist aus unserem wunderschönen Ellenbogenbuch von Herrn Meffert. Das ist so komplexe Olecranon-Frakturen, ist natürlich klein geschrieben, aber das können Sie ja alles nachlesen. Was hier interessant sind hier diese Spalte, wieder einfach komplex und Luxation und dann die Mario-Klassifikation. Und dann kommen so Fachbegriffe, die wir eigentlich, ich weiß nicht, ob sie jeder kennt, aber wir sollten sie voraussetzen können. Das ist die Bardo-Klassifikation, das ist die Jupiter-Klassifikation und das sind die Reagan- und die O'Driscoll-Subklassifikationen, die wir kennen müssen. Irgendjemand spricht da im Hintergrund. Das kann nur einer sein. Ich glaube, das bin ich. Wenn man jetzt hier unten schaut, das ist ja von 2015, sind hier für die 2B-Frakturen, die Trümmerfrakturen, schon mal eine Mini-Doppelplatte. Und das ist die Medartis-Platte von Herrn Meffert, der mit in der Gruppe zusammen mit dem Lars Peter Müller die Platten mit designt und entwickelt hat. Das ist das Ellenbogenbuch. Das ist tatsächlich ein Buch, was man haben sollte. Die Anatomie, was ist denn jetzt passiert? Achso, das habe ich selbst gemacht. Ich muss es mal rausmachen. So, die Anatomie des Olecranons ist ja nicht ganz simpel, ist nicht gerade, auch wenn einige Platten, die von der Wirtschaft oder von den medizinischen Gerätefirmen angeboten werden, dann gibt es gerade Platten, die ja anatomisch dann präformiert sein sollen. Das ist natürlich grober Unsinn. Irgendjemand malt auf meinen, bin ich das selbst? Na gut. Interessant. Das ist ein bisschen mystisch, aber ich... Nee. Okay, es gibt einen Puderwinkel, das heißt, das Olecranon ist im vorderen Bereich um 5 bis 6 Grad oder 6 Grad gebeugt. Wenn man so eine Trümmerfraktur hat, und das ist hier eine komplexe Transolecranon-Luxationsfraktur, die man zusammensetzt, dann sollte man dann auf Platten haben, beziehungsweise im Auge haben, dass man diesen Puderwinkel oder den möglichen Puderwinkel wiederherstellt, weil es natürlich sonst zu Relationsproblemen zum Radiuskopf und Radiushals kommt. Hier ist das angekündigte Paper von Koslowski et al. Mit der Kölner Arbeitsgruppe, der sehr, sehr schöne Plastinations-Ausgusspräparate gemacht hat. Hier gibt es ein vorderes großes Gefäß, was hier das Gefäß von diesem, das hier reinläuft, das hier im Bereich des Koronoids hochgeht und das aber vorher kleine intraossäre Gefäße abgibt, diese intraossäre Ausspielung. Der hat eine sehr schöne Karte gemacht und diese Karte, die jetzt im Frontalblick auf das proximale Olecranon zeigt, dass wir interossäre Gefäße haben, dass wir wirklich 3 Kompartimente entsprechend den Stabilitätskompartimenten am Koronoid haben, also ein radiales, mediales und dorsales Kompartiment. Und man kann sich vorstellen, bei solch kleinen penetrierenden Gefäßen eine große dorsale Platte mit hohem Druck bei diesem Weichteilproblem sicherlich nicht perfekt. Also diese kleinen Doppelplatten sind nicht nur
wenig auftragen. Sie sind tatsächlich auch relativ kongenial der Gefäßversorgung angepasst. Jetzt mal so eine, nicht eine Luxationsfraktur, sondern eine Trümmerfraktur, also eine Mayo 2B-Fraktur bei einer ganz alten Fraktur, ein 3D-CT. Und das ist dann mit solchen kleinen Plättchen von uns rekonstruiert worden. Immer mit Trizepsaugmentation mit einer relativ zügigen, problemlosen Ausheilung. Warum Doppelplatten? Warum keine balkige Platte, gerade bei älteren Menschen? Weil die Low Profile sind, weil das zeigen unsere ersten Ergebnisse jetzt, dass wir keine Materialentfernung mehr machen müssen, dass wir tatsächlich viele perpendikuläre Schrauben in die kleinen Fragmente bringen und damit eine Ausrisshäufigkeit verringern. Und was ganz wichtig, das sage ich gleich, wenn wir zu den Montecia-Frakturen kommen, wo die Seitenwände ausgebrochen werden sind durch die Wucht des Traumas, kann man wirklich nur mit Doppelplatten oder mit einer großen und einer radialen, ulnaren, fragmentspezifischen Platten diese wirklich passgenau einpassen. Operieren wir diese Ellenbogen? Die eine Möglichkeit ist in Bauchlage. Da hat man dann so ein bisschen Probleme, die Rotation und die Ausrichtung. Wenn man vorne dran muss, kann man da nicht so gut haben. Deswegen operiere ich sie sehr gerne in Rückenlage mit ausgelegtem Arm und auch einen Handtisch dran, dass man heißt, wenn man ans Olekanon rangekommen ist und muss noch nach Radial oder nach Medial mit dem Armtisch dort hantieren kann. Das ist hier von Kollegen Ries und der Müller-Arbeitsgruppe mit Kilian Wegmann, die sehr schön die Operationstechnik und Zugänge gestaltet haben und beschrieben haben. Ganz wichtig ist, dass man auch dokumentiert, dass man separat einen radialen und ulnaren umschriebenen Zugang macht, weil das auch bei diesen Doppelplatten abrechnungstechnisch wichtig wird. Das können Sie alles nachlesen. Jetzt kommen wir aber zu dem, was technisch wichtig ist, wenn man Trümmerfrakturen hat. Und das ist, wenn man ein Mittelfragment hat und das auch vielleicht nicht halten kann, dass man dann im Bereich des Abstandes zwischen dem Koronoidspitze und der Olekranonspitze eine Weite oder Enge erzeugt, also die sogenannte COD, die Koronoid-Olekron-Tip-Distance, die dann entweder das Scharnier zum distalen Humerus zu eng macht oder wenn wir das falsch anpassen und zu weit machen, dass es dann hin und her gleitet und der Patient so eine Rollbewegung hat, was ihm sehr, sehr schmerzhaft ist und in der Bewegung beeinschränkt. Hier sieht man das, als ich diese Operation so gemacht habe, das ist eine typische Trizeps-Avulsionsfraktur mit einem intermediären Fragment hier. Und man sieht ganz klar, da ist ein Spalt hinten. Und wenn man sich das bedenkt und sagt, okay, das wird niemals halten, es gibt eine Pseudarthrose, das muss ja komprimiert werden, das ist Unsinn, weil die COD, das heißt die Distanz zwischen der Olekranon und der Koronoidspitze perfekt eingehalten sind, das ist ein schräger Frakturverlauf, der natürlich im Röntgen oder in der Durchleuchtung sichtbar ist. Also nicht eng zuziehen, nicht verkleinern. Sebastian Siebenlist hat das sehr schön gerade in dem EOR gezeigt im letzten Jahr. Das ist der andere Parameter, den man auf jeden Fall mit im Auge haben sollte. Das ist die OW, die Olekranonweite oder Olekranonwidth. Das heißt, wenn die inkorrekt ist, zu eng oder zu weit, mit dem Trochlea als blaue oder als orange Kugel, haben wir das Gleiche anders beschrieben. Ja. Diskussion immer bei uns hier, auch im UKE, die kommen auch mit großen Platten, zum Beispiel diese Striker-Implantate mit langen Home-Run-Schrauben, die kleinen Implantate, das werde ich nachher noch zeigen, die sind biomechanisch mindestens gleichwertig, erlauben aber durch die Multiwinkelstabilität, dass man mit dem Bohrer den bitte nicht so sehr biegen, weil der nämlich ganz gerne mal abbricht, tatsächlich Richtung Tuberculum Subliminum hier oder Richtung ventrale Cortex, der sehr hart ist, kann man solche Home-Run-Schrauben einbringen. Das haben wir im letzten Jahr oder vor 2 Jahren beschrieben, es ist schon 3 Jahre, jetzt in 2017, hat Sebastian Klötzer diese älteren Patienten mal untersucht und wir machen tatsächlich einen Fiberwire-Faden zwischen den Platten, um die Platten und dann in einen Trizeps-Split hier rein. Und die Elena Dobosima hat das eigentlich nur mal hier schön gezeichnet. Die Platten sind jetzt nicht hier, die liegen hier und hier. Und dann geht es durch um die Trizepssehne in solch einen Split hinein und macht eine Trizepsaugmentation, die uns dann das Fragment bzw. die Zugkräfte des Trizeps neutralisieren. Gehen wir einen Schritt weiter. Mal einmal auf die Uhr gucken, ich bin ganz gut in der Zeit. Das ist unser jetziges Ellenbogenteam hier. Sie sehen mich noch ein bisschen kürzeren Bart, das ist so vor Corona. Sinev, unsere Handchirurgin, Jakob Nüchtern, der ist leider Chefwirt oben ein bisschen nördlich von uns, der
sehr, sehr guter Mitarbeiter ist dann der Christopher Rinkes für die Kindertraumatologie Kinderellenbogen und der Christian Ries, geschäftsführender Oberarzt beim Lars Müller gewesen, der bei den Orthopäden uns versteigt, und der Kollege Fahl, Annika Hettich, kennt man sehr gut von der DVSE. Also sehr, sehr nette Leute, die mich natürlich hier tatkräftig unterstützen. Das operieren wir hier jetzt, sagen wir mal, die letzten 20 Jahren haben wir eine prospektive Datenbase gemacht und da haben wir in diesen 20 Monaten über 300 komplexe Ellenbogen operiert und wir beschäftigen uns heute mit diesen hier. Das sind die Terrible Triads, die Montage Lesions und die Transolecran und Luxationsfall. Die sind deutlich seltener und die kriegen wir leider häufig hier unten als komplexe Revisionen, wenn sie nämlich voroperiert und dann zum Beispiel die Platten brechen bzw. das Gelenk nicht perfekt zu halten ist. So ein trockener Slide, Armamentarium, also Waffenarsenal, würde ich mal sagen. Da kann ich Ihnen mal gut ans Herz legen, die CCS-Schrauben. Ich benutze sehr gerne die FFS-Schrauben. Das sind so Feingewindeschrauben mit Unterlegscheiben, die zum Beispiel temporär solche Komplexfrakturen, diese Doppelplatten, sehr schön befestigen können. Dann brauchen wir Suture-Shuttle-Systeme, wir brauchen Schrauben, wir brauchen Radius-Kopfprothesen, wir brauchen inzwischen immer mehr das Internal Brace, wir benutzen weniger Fixateure, wir brauchen, das sage ich gleich, nicht nur die kleinen Doppelplatten, wir brauchen auch anatomische, kräftige Platten, die lang sind, vor allem für die Transolecran-Luxationsfraktur. Wir brauchen Knochen und wir brauchen noch zusätzliche Handplatten. So sieht das dann aus. Das ist eine Patientin mit einer Transolecran-Luxationsfraktur, die mit solchen, das war so eine offene Verletzung, deswegen ist dieser Hautschnitt hier so etwas, der dann mit diesen Doppelplatten versorgt worden ist. Kommen wir zu unseren drei verschiedenen Modelschönheiten, würde ich mal sagen, und schauen uns die einzelnen an. Und wenn man die analysieren will, sollte man sich tatsächlich noch mal ein bisschen mit dem Coronoid als zentralen Schiffbug beschäftigen, der uns hier in einer mediale, intermediale, laterale Säule ist, wo hier draußen das Ellozell hinter dem Radiuskopf hergeht und wo hier vorne das wie so eine Schlinge aufgehängte Ellenbogen mit dem anteromedialen Bündel des medialen Seitenbandes ist. Die Coronoidfraktur, auch wenn es viele Stimmen jetzt gibt, die sagen, kleine Fragmente sind gar nicht so wichtig. Wenn Sie auf einem Bild oder einem CT eine Coronoidfraktur sehen, wie zum Beispiel bei dieser Patient, ein Boulder-Patient, der hier vorne das Coronoid verloren hat, das liegt aber rausgesprengt zum Teil hier und zum Teil hier in seiner Gipsschale. Das heißt, da ist eine große Energie reingegangen und wenn das da subkutan auf der radialen Seite Coronoidfragmente liegen, dann sind das Explosionsschaden mit Muskelabrissen, die operativ angegangen werden müssen. Wichtig ist, immer fahnden, häufig sieht man nur die Radiuskopffraktur bei der Terrible Triad. Dahinter versteckt sich die Coronoid-Spitzenfraktur. Also nach Begleitläsionen fahren und immer sagen, denken, okay, Coronoid heißt große Energie, Luxationsfrakturen. Ganz wichtig ist, wenn die Frakturen posteromedial sind. Das heißt, wenn da das Band bzw. die mediale Facette, das sind ja Varus, also PMRI-Luxationen, dass die, wenn die übersehen werden, echte Probleme machen. Eine sehr schöne Arbeit hier von Roger von Riet und seiner Gruppe, wo eigentlich nochmal von der anteromedialen Seite, wir machen auch bei den Terrible Triads, das zeige ich Ihnen nachher, Lehrbuchmeinung ist, Radiuskopf, dann alles gut ist, aufhören. Ich bin da ein bisschen von weggegangen. Ich denke, das medial, das anteromediale Bündel und dann vorne das Coronoid und hinten das Olecran mit seiner Spitze, die Hauptknöchernen, das ist sozusagen das Gebilde, was unseren Ellenbogen medial wirklich intakt hält. Die Gregan-Klassifikation kennen wir für die Höhe, das ist völlig klar. Wir wissen alle, dass mit O'Driscoll, dass wir genau im CT schauen müssen, gerne mit einer Subtraktion. Wo sind unsere Fragmente, wo sind die anteromedialen Facett-Subtypen? Und nochmal hier von Metter aus dem Bild, ganz wichtig beim Typ 2, wenn das anteromediale Bündel mit ausgerissen ist oder wenn es dort zu Abrissen kommt, dann ist das eine medial instabile Situation. Wenn man das nochmal elementar anguckt, ist diese Melema-Arbeit aus dem Journal, American Journal of Hand Surgery sehr schön, weil sie herausgefunden haben, dass die Terrible Triad bis auf wenige Ausnahmen nur an der Spitze gelegen ist.
dass man da gucken muss, ist es nur die Spitze oder ist es die Spitze hin zum anteromedialen Bereich, also hier. Dann die etwas zentralen mit einer rotatorischen Instabilität, die sehr in unserem Bereich relativ selten sind, aber deletär. Das sind die posteromedialen Infraktionsfaktoren. Und dann, wo die Gelenkfläche irregulär zerstört ist, sind die Transolecranon- oder Luxationsfaktoren komplex. Zwei, drei Beispiele. Hier die transverse Spitzenfraktur, ganz typisch, multifragmentär, Radius-Kopffraktur, die in diesem tiefen Schichtig da ist, plus Luxation, also ergo terrible triad. Dann diese Fraktur, interessant hier zu sehen, fast nicht zu sehen, die Coronoid-Fraktur, hier eine leichte Weite. Das heißt, es ist keine typische Terrible Triad-Verletzung, sondern es ist eine posteromediale, rotierende, also in diesem Bereich rotierende Verletzung mit einem sekundären Abriss des LOCL-Komplexes. Die brauchen immer ein CT, wenn sie das haben. Sie sind erstaunt, wie kaputt das ist, wie das abgespalten ist. Und diese anteromediale Rotationsinstabilität führt zu einer galoppierenden Arthrose und muss auf. Das ist auch gar nicht einfach, die hinzustellen hier mit so einer fragmentspezifischen Flatten und Zusatzenkant lateral und auch mit leichten Verkalkung im Bereich des MOCL-Ursprungs. Diese darf man nicht übersehen. Das ist fürchterlich. Was steht uns da zur Verfügung? Da kommen wieder unsere Medartis-Platten, die wir wirklich gerne einsetzen und sehr lieben. Das sind die kleinen Handplatten für kleine, knöcherne Spitzenausrisse oder Bandausrisse und natürlich die Choroidplatte, die relativ bulky ist und man sich den Zugang schon relativ gut angucken muss und können muss, um die sauber in die richtige Position mit Reposition der verschiedenen Fragmente hinzubringen. Was haben wir für Zugänge zum Coronoid? Wir haben den lateralen Zugang. Das heißt, wenn dort im CT ein lateraler Ausspringer und ein Spitzenausspringer ist und der Radiuskopf zertrümmert ist, kann ich erst das Coronoid refixieren oder die Kapsel mit dem Anker sichern und dann den Radiuskopf rekonstruieren. Wenn ich medial bin, ist eigentlich mein Working Horse, der FCU-Split. Den zeige ich gleich kurz. Dann gibt es etwas aufwendigere Zugänge. Und dann jetzt von Joost aus St. Gallen und seiner Gruppe den Extended Medial Elbow Approach. Ich arbeite sehr gern mit sterilen Blutleeren und Polster unter dem Arm. Wenn ich medial angehe, nehme ich immer eine Lupenbrille dazu. Ich markiere mir den Epicondylus und das ist ein bisschen doch jetzt nicht gut zu erkennen, aber ja gleich noch schönere Fotos. Das sieht sehr unruhig aus. Ich habe also schon hier an der Kapsel einen kleinen Haltefaden gemacht. Wir sehen hier den Ulnaris, der ja direkt da dran ist, der immer obligat dargestellt wird. Und dann sieht man in das Gelenk hinein und sieht, dass es tatsächlich instabil luxiert ist. Wir sehen in der Tiefe den Radiuskopf hier schimmert. Wir sehen, das reitet hier. Hier ist das Olecranon und hier ist die Trochlea. Wenn man das dann rekonstruiert hat, hat man hier die kleine Platte drauf. Hier hat man schon angeschlungene Fäden und haben in diesem Bereich eine temporäre Arthrodese gemacht. Hier ist ein Anker vorne in dem medialen Bereich Richtung Ursprung vom MOCL. Und hier sind ein Draht und ein solches FFS, um diese kleine Platte dort anzubringen. Dann wird das wieder gedeckt und da wird natürlich geguckt, ob der Nervus ulnaris dort überläuft und rüberspringt, dass der auf keinen Fall verärgert wird. Nochmal das ein bisschen schöner zu zeigen. Hier von Montag sind so ein kleiner Zugang. Das ist ein Patient, der hat eine Coronoid-Spitzenfraktur. Da sieht man, dass ich den Nervus ulnaris da ein bisschen proximal aufsuche, den bis zum ersten Motorbranch freimache und dann etwas proximal davon mit einem separaten Schrift, also in Projektion auf die Basis des Coronoids, dann einen Flexor-Split mache. Und dann sieht man auch relativ schon schön hier das Band, was hier nur das anterior Bündel, was hier nur leicht angerissen ist und hier vorne die Coronoidspitze, die wir dann sauber machen können. Und hier kommt dann zur Verstärkung des leicht angerissen, nicht vollständig abgerissen, Bank ist ein Anker hinein. Und dann, wenn wir das festgenäht haben, können wir danach den Flexor-Split wieder zumachen. Der Split oder beziehungsweise die Darstellung des Nervus ulnaris wird nicht tangiert und dann haben wir medial das schon gemacht. Wenn das komplexer ist, das heißt, wenn das Coronoid zerrissen ist und es zu Muskelabrissen bekommt, dann sieht der Situs nach Hautschnitt häufig so aus. Das heißt, man guckt direkt auf die Trochlea, man sieht, dass der Ursprung des
des Bahnkomplexes, der hier sich befindet, komplett arbusiert ist. Hier kommt man häufig nicht ohne einen internal brace, eine zusätzliche Augmentation hin, weil alles zerrissen ist. Und ich bringe dann, wenn das kleine Choroidstückchen abgerissen ist, hier ventral einen kleinen zum Beispiel Corkscrew-Anker und hier in diesem Bereich dann das internal brace ein und das wird dann unter die Kapsel, die dann da mit dem zusätzlichen Faden mit eingebracht wird, wird das internal brace von hier nach hier angebracht. Okay, was machen wir mit dem Radiuskopf? Der Radiuskopf da, der muss als Stabilisator wiederhergestellt werden, wenn wir solche Scherfrakturen wie bei den Terrible Triads häufig haben, nach Vorlegen der Band stabilisierenden Anker und einem Draht hier in dem Coronoid von Radial. Jetzt kann man das schön reponieren und dann benutzen wir gerne Headless-Schrauben, also CCS-Schrauben, die dann diese Fragmente, diese Abscherfragmente sauber fassen können. Wenn wir größere, komplexere Frakturen haben, werden wir sicherlich eine Plattenosteosynthese mit Schrauben zusammen kombinieren. Das heißt aber nicht, dass wir bei so einer älteren Patientin, die eine Terrible Triad mit Zertrümmerung des Radiuskopfes hat, nicht eine Prothese vorrätig haben müssen. Und hier, wenn wir das im Seitbild sehen, sehen wir, dass wir von Radial das Coronoid festgemacht haben, dass wir von Medial was gemacht haben. Wir sehen hier was, das heißt, die Patientin hat auch Medial ein Internal Brace bekommen. Das heißt, hier wird ein Internal Brace von Medial eingebracht, der Ulnaris wird dargestellt. Das Coronoid wird dann von Radial oder Dorsoradial über den Kocherzugang, die Prothese wird eingebracht und dann wird noch der Bandkomplex zurückgesteppt. Also das ist eine sichere und zwar allseitige Rekonstruktion und braucht keinen Fixateur. Jetzt gucken wir mal einen anderen Fall an, der ein bisschen spannender ist noch. Hier habe ich so ein bisschen die Kölner Tage noch mit Wadnu ausgepackt. Das ist ein 62-jähriger Patientin, das ist eine Krankenschwester, die in einem Pflegeheim arbeitet, ist begehlich gestürzt und hatte vor 12 Jahren eine Radiuskopfresektion. Das heißt, sie hat jetzt nur noch das Coronoid und das Humero-Ulnargelenk. Sie hat keinen Vorschub vom distalen Radiumnargelenk. Und was ganz interessant ist, dass das ist 12 Jahre her, der Radiuskopf in seiner Achse sich sozusagen in die Ulna reinstemmt. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ist ja ganz simpel, wir machen eine Radiuskopfprothese. Die wird nämlich, ich drehe es nochmal hin, die wird nämlich außerhalb der Elle wegzeigen. Das heißt, hier muss ich wirklich alles tun, um das Coronoid, was kaputt ist, das und 90 Grad hier den Humerus nach vorne holen, zu rekonstruieren. Und da fällt mir tatsächlich im Augenblick nur die Medartis-Platte ein, die genug Power hat, um diese Kraft abzustützen. Und ich habe das natürlich hier bei dieser Patientin, weil die da wirklich von abhängig ist, einen Fixateur zur Neutralisierung der Kräfte benutzt. Wenn man das schaut, habe ich das reponiert. Das Problem ist, dass dieses große Trümmerfragment, dass das sozusagen immer vom distalen Humerus in der Bewegungsenergie nach vorne geschleppt. Deswegen mache ich da gerne eine temporäre Arthrodese. Dann wird die Platte so angepasst und da sieht man, wie bulky ist und die muss, hat Adam Watts letzte Woche gezeigt, relativ weit proximal angepasst werden, damit sie da wirklich in diesem Bereich den Buttress machen kann. Medial sind 2 Anker noch zur Verstärkung des abgerissenen MOCLs eingebracht worden. Und wenn man den Humerus hier anschaut, sieht man das auch lateral, habe ich einen kleinen Schnitt gemacht und habe das Band, das LOCL, was lateral proximal ausgerissen, auch augmentiert und das Ganze dann unter Arthrodese-Situation mit einem Fixateur augmentiert. So sieht das dann aus nach Abschluss der Operation. Das heißt, der gesamte Humerus reitet jetzt auf diesem Coronoid-Fragment. Und das ist so ein Flexionsbild, da sieht man auch, wie die Platte sich in dem Bereich ganz schön anlegt. Die Patientin auch mit Fixateur, wir haben ein großes Glück gehabt, der Fixateur ist nach 5 Wochen entfernt worden. Die Patientin hat jetzt 1,5 Jahre danach einen stabilen Ellenbogen und macht leichtere Arbeit, aber der Ellenbogen bleibt weiter zentriert. Gehen wir mal einen Schritt weiter, ein bisschen weg von den Terrible Triads zu den transolekranen Luxationsfrakturen. Hier die einfache, wie gesagt, das sind die Mayo 3 und dann die A und B. Und die Typ 2, also die Typ B-Frakturen, die sind wirklich fürchterlich. Die können uns wirklich auch beschäftigen. Bitte operieren Sie sowas nicht nachts. Und das gehe ich mal drüber weg. Das sind hier die Möglichkeiten, die wir mit verschiedenen Firmen haben, diese Sachen nachzubrechen.
typischer Verlauf im letzten November hier von auf den Traumatagen in Amsterdam. Da wurde mir dieser Verlauf gezeigt. Das ist eine Schrägfraktur. Sieht eigentlich nicht so diffizil aus. Das ist ein Bundeswehr- oder vom niederländischen Heer ein Patient. Dann sind die intraoperativen Bilder, die vielleicht nicht so toll eingestellt sind. Dann ist eine Platte angebraucht mit einer langen Home-Run-Schraube. Und Sie sehen es selbst schon so ein bisschen, dass die Achse vom Radius viel weiter kranial ist als die Achse oder die Gelenklinie. Und was passiert, was kommen musste, das ist nämlich die übersehende oder nicht richtig getackelte Transolecranon-Luxationsfraktur, wo dann eben im Verlauf der Humerus weiter noch distal der Gelenkachse ist, dort eine Früharthrose sich bildet und eine Pseudarthrose, die dann entsprechend saniert werden. Also ein Bild von Sebastian Siebel ist, die wirklich sehr schön zeigen, was man auf keinen Fall machen soll bei diesen Transolecranon-Luxationsfrakturen. Man sollte auch keine Kurzel-Doppelplatten benutzen, weil die Energie oder die Luxationstendenz durch diese Frakturen so enorm ist, dass sie das auch mechanisch nicht halten können. Also bitte keine Zerklagen, keine solche Lost Key Wires, die Achse nicht beachten, das kann nicht halten. Hier hat Sebastian eine Augmentation noch mit Fremdsprung-User gemacht und einer wirklich kräftigen Platte. Und wir nehmen noch längere Platten, um wirklich diese Transolecranon-Luxationsfrakturen zu tackeln. Kommen wir zur Montager-like Lesion. Das ist ein großes Steckenpferd von mir geworden. Die Einteilung der Luxationsfrakturen im Montager-Bereich geht ja nach Bardo aus Uruguay. Und da ist es der Typ 2, der uns interessiert. Typ 1 ist bei Kindern und die anderen sind einfach extrem selten. Da bei den Erwachsenen das Ligamentum annulare so bereits so fest gewachsen, verheilt ist, kann das wie beim Kind extrem selten. Wir hatten jetzt mal eine junge 30-jährige Patientin, wo die Elle gebrochen ist und dann der Kopf luxiert ist und in den Brachialis gerauscht ist. Aber ansonsten reißt das und mit einer Luxationsfraktur, also häufig auch mit einer Zertrümmerung des Radiuskopfes ab. Dreht sich das gerne im CT mal auf die mediale Seite. Und es ist natürlich wieder das Koronoid, was das Outcome bestimmt. Und da hat sich vor allen Dingen die Typ D nach Jupiter, ist die Unterklassifikation, gezeigt, wo das Koronoid halt nicht mehr diesen Buttress machen kann, sondern mit ein involviert ist in die Fraktur, die mit der schlechtesten Prognose und auch mit der schwierigsten Reposition bzw. den häufigsten Redislokationen gezeigt. Nochmal, wie wir das operieren, dass diese Transolecranon-Luxationsfraktur, das ist wirklich schwierige Chirurgie, das sollte man bitte nicht nachts machen, das sieht auch hier übersichtlich aus, unübersichtlich aus, weil das so eingeblutet ist, war drittgradig offen und Sie müssen sich da wirklich eine Übersicht verschaffen und Sie sehen hier den distalen Humerus, Sie sehen die Radiuskopffraktur und Sie sehen in der Tiefe das Koronoid, das Dach hochzubekommen und sauber zu platzieren, ist wirklich nicht absolut simpel. Hier haben wir den Beutzugang gemacht, das heißt, wir haben das seitlich ein bisschen aufgetrennt, haben dann den Radiuskopf mit solchen Feingewindeschrauben, natürlich kann man CCS nehmen, da rekonstruiert und dann kommt die Rekonstruktion des Koronoids, auch mit perilliminären K-Drähten oder verlorenen Schrauben und dann kommt wirklich keine kurze, kleine Platte drauf, sondern es kommt eine große, kräftige Platte drauf, die dann nach Korrektur des Puderwinkels dieses sauber stabilisieren kann. Wir haben also, die Patienten operieren wir immer, wenn es irgendwie geht, die kriegen häufig einen Spanning externen Fixateur und werden dann im Tagdienst von dem Team operiert. Wir machen immer ein 3D-CT, wir haben sogar angefangen, die ganz komplexen Frakturen in einem 3D-Rapid-Prototyping auszudrucken und dann gucken wir uns vorher an und machen sogar eine Besprechung vorher am Tag, welche Sachen wir brauchen, welche Zugänge machen, wie lange die Operationsdauer und so weiter ist. Das ist so ein Patient, da ist ganz interessant, hier außen, da sieht man, dass die Crista supinatoria, dieses Keilfragment hier durch die Wucht und den Radiuskopf, der rausgeflogen ist, mit ausgebrochen ist. Der muss sicherlich mit refixiert werden. Das ist ein Patient, der ist 110 Kilo schwer und 2 Meter groß. Er hat richtig kräftige Oberarme und da muss man sich überlegen, kann ich mir dieses nach medial ventral rausstehende Fragment von Dorsal wirklich sicher fassen oder brauche ich da nicht einen zusätzlichen Zugang, um da vielleicht eine Spezialplatte von vorne oder von antero-ventromedial anzubringen.
Nehmen wir sie mal mit in den OP. Das ist dieser Patient, der ist maximal instabil. Da kann man auch nicht nur rausgehen mit Schräubchen und Platten. Da muss man auch die Bänder rekonstruieren. Und man sieht dann, so nach einer Stunde haben wir dann über zwei Zugänge eine komplexe Platte von dorsal eingebracht. Aber zuerst diesen Bereich hier, diesen Bereich haben wir dann erst zusammengestellt. Und da habe ich keine Coronoidplatte genommen, sondern weiter unten nehme ich das sehr gern aus dem Handsieb, eine Leiterplatte, die wirklich verhindert, dass dieses Coronoidfragment, dieses Kiefragment vorne rausgeht und wieder sekundär disloziert und damit die Achse bzw. die den Buttress zum Coronoid verhindert. So sieht das dann aus und es ist noch ohne die Bandrekonstruktion, ohne den Radiuskopf zu rekonstruieren. Das ist eine sehr kräftige, sehr lange Platte und wie gesagt, ein zusätzlicher kleiner Schnitt, um das abzusichern. Und so sehen die Weichteile dann aus. Wie gesagt, eine Planung auch nicht einfach irgendwo schneiden, sondern wirklich die beiden Zugänge so weit auseinanderplanen, um den Ventral, die Coronoid-Leiterplatte und dorsoradial die große Platte so anzubringen, dass die Weichteile eine Chance haben zu heilen. Haben wir noch einen Fall mitgebracht. Da ist es noch ein bisschen komplexer. Ich gehe das mal ein bisschen zurück. Da haben wir noch die Avulsionskomponente vom Radiuskopf rausgenommen. Und wenn ich jetzt hier mal so hingehe, das gucken wir uns dann auch Schnitt für Schnitt an, sieht man, dass das Tuberculum subliminum und der ventrale Teil in sich komplett abgebrochen. Das wird uns sicherlich beschäftigen. Und dann haben wir intermediäre Fragmente hier. Und dann habe ich das wegrekonstruieren lassen. Das ist dann dorsal die Trizeps-Avulsionskomponente. Und da ist es wieder so, dass wir anteromedial eingehen mit einem längeren Schnitt, wieder so eine Leiterplatte machen und dann hier erst ganz aufwendig das Coronoid in sich rekonstruieren. Hier ist tatsächlich das anteromediale Bündel in diesem kleinen Subliminusfragment drin gewesen, musste nicht weiter stabilisieren. Das heißt, wir beschäftigen uns hier auch einen größeren Teil der Zeit. Das kann man meiner Meinung nach nicht nur von hinten durch die Fraktur machen, sondern muss es wirklich so sauber hinstellen, dass vorne der Buttress rekonstruiert ist. Und dann werden die Zwischenwände und dann kommt beidseits dorsal bei dieser Fraktur mit einer großen Repositionstang werden die beiden Doppelplatten zusammengebracht und wird dann in Beachtung der COD dann hinten die Trizeps-Avulsionsfragmente mit angestellt. Das ist wirklich aufwendige Chirurgie, sollte man nicht mehr als eine an einem Tag solche Operationen durchführen. Wir machen dann bei diesen Patienten auch postoperativen CT und da sieht man eigentlich ganz schön, dass wir hier eine sehr gute Rekonstruktion gemacht haben. Hier vorne ist die Leiterplatte, also hier ist dann der ventromediale Zugang und dann sieht man hier dorsal die beiden dorsalen Platten. Ich glaube, die kann man besser hier sehen, die dann unsere Trümmer fallen. Und hier sind noch zwei verlorene Schrauben, die nach vorne diesen Kick, diese typische, diese schrägen Verlauf da neutralisieren. Wie ist das mit der Biomechanik der Doppelplatten? Das ist wieder eine sehr schöne Arbeit von der Kölner Gruppe, die man eigentlich nicht genug für ihre Forschung loben können. Die haben die Variax-Platte gegen Doppelplatten bei Typ 2a, also bei einer einfachen Mario-Fraktur, die auch stabil ist, getestet und haben gefunden mit so einer Micro-Motion-Technik, die sehr aufwendig ausgehandelt, dass, wenn man sich das anschaut, das hier sind die Variax-Platten, das Displacement sozusagen im Frakturspalt in einer Mikrobewegung sind die hellblauen, das sind unsere Freunde der Doppelplatte, sind sie zwar nicht viel besser, aber sind auf jeden Fall haben eine geringe Standardabweichung, sind aber mindestens gleich stabil wie eine große, kräftige Platte, die ja mit ihrem Weichteilproblem hat. Also biomechanisch kann man auch sagen, dass die Doppelplatten tatsächlich den großen, kräftigen Platten überhaupt nicht nachstehen. Nochmal die Typ-3-Frakturen, die Transolecranoluxationsfrakturen, wo der Humerus durchrauscht. Wie gesagt, keine Doppelplatten meiner Meinung nach, sondern kräftige Platten. Diese Platte, die habe ich, glaube ich, aus einem Buch heraus oder von Dominik Seibold, glaube ich, wenn die hier hinten so eine ganz große in den Trizeps laufen und irritierenden Sporn haben, die finde ich persönlich nicht so doll. Da kann ich ein bisschen Werbung machen. Da sind die Akkumet-Platten, die langen wirklich extrem gut, weil sie vorgeformt sind und wirklich diese kurze Platte hier, wenn das nicht Trizeps-Avulsionsfrakturen, extrem geschmeidig für den Trizepsansatz sind. So, jetzt kommen wir gleich zu unserer POL. Ich bin ja ganz gut in der Zeit noch. Das ist ein feiner Revisionsfall zum Abschluss und zum Mitdenken. Das ist eine 63er Patientin, die war interessanterweise bei uns im
in der Notaufnahme gewesen, wollte da leider nicht warten. Wir musste aus irgendeinem Grund 4 Stunden warten. Die hat sich dann im anderen Krankenhaus vorgestellt. Und jetzt wollen wir einmal schauen, das ist auch die POL 1. Wir haben das CT hier als 3D-CT. Und die Frage wäre, glaube ich, wie ist die Klassifikation dieser Fraktur? Wenn Sie Lust haben, können Sie da gerne mitmachen. Ich trinke mal ein Schlückchen Rivella so lange. Haben Sie ein Ergebnis? Noch nicht, es wird noch fleißig abgestimmt. Wird noch fleißig gestimmt, ja. Ich würde sagen, noch 10 Sekunden. Ganz nette Patientin, der Sohn ist, glaube ich, ist onkologischer Chefarzt in der Nachbarklinik, der hat natürlich dann mitgewirkt, das war ganz spannend. So, dann würde ich sagen, ich beende die Umfrage. Jawohl. Und ja, das ist Jupiter 2, Typ 2D, ja, Bardo Typ 1 wäre es nicht, weil der Bardo Typ 1 ist für die Ulna-Fraktur mit der Luxation des Kopfes nach ventral, also die typische Montecchia-Fraktur bei Kindern. Und die 2U1B, das wäre eine einfache Fraktur, wo es nicht ins Koronoid reingeht, deswegen ist das leider auch falsch. Aber sehr gut, ich zeige es Ihnen nochmal, ich mache das hier nochmal raus. Das ist die Unterklassifikation. Können Sie mich wieder frei? Achso, ich gucke. Ja, nochmal, das ist die Bardo 2, also die Luxation nach dorsoradial und die Ulna-Fraktur wird nach Jupiter und das ist die 2D, weil das Koronoid, ich zeige es hier nochmal, auf der medialen Seite mit instabil rausgebrochen ist. Okay, dann ist sie operiert worden, kam nach 3 oder 4 Wochen, dann nach 4 Wochen habe ich sie dann operiert. Beziehungsweise in die Poliklinik, war in dem anderen Krankenhaus gewesen, in der Nähe, und die haben gesagt, nach 3 Wochen, ja, sieht super aus, das Röntgen, jetzt müsste fleißig üben. Kommen wir zur POL 2. Welches Therapiekonzept empfehlen? Die Kollegen haben alles richtig gemacht, super, die Übung wird ein gutes Resultat erzielen. Zweite Sache, 3 Wochen Gips, dann Arthrolyse. Ist da vielleicht was nicht in Ordnung? Und das dritte, das Kiefragment der Ellenbogen sind disloziert, er muss repetiert werden. Es haben noch nicht alle abgestimmt, aber das Ergebnis ist doch sehr eindeutig. Deswegen darf ich das, glaube ich, an der Stelle beenden. Können wir weitermachen, ist klar. Ist ja logisch, ist auch ein bisschen dämlich von mir. Was man sehen kann, wenn ich das hier irgendwie hackt, er da ein bisschen. So, wenn man das im 3D-CT sich mal anschaut, ist es genau das Problem, was wir bei diesen 2D-Frakturen haben. Ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Man hat also versucht, dieses große ventrale Kiefragment mit einer, man hat das auch hinterher gesehen, da war ein kleiner Hack, also hier war eine kleine Schraube drin, man sieht das auch hier, glaube ich, ganz schön. Das hat das natürlich rausgeschoben, es ist disloziert und es kann natürlich so nicht schmerzfrei bewegt werden. Also wir haben sie dann revidiert und das ist auch nach 3, 4 Wochen dann schon schwierig, weil natürlich durch die Spannung nach distal das sehr, sehr schwer zu reponieren ist. Klar muss man auch, haben wir uns überlegt, was machen wir, lösen wir alles auf, machen wir die Platte raus, wobei wir im 3D-CT gesehen haben, dass die Länge und die Achse eigentlich ganz in Ordnung waren. Und wir haben dann folgenden Plan gemacht, wir haben gesagt, wir lassen die Osteosynthese dorsal, wir entfernen diese Schrauben, die Reposition behindern, reponieren das mit einem anteromedialen Zugang und einem kleinen dorsalen Zugang für die Schrauben und machen dann eine ventrale Medartis-Leiterplatte dran. Und wenn man das nochmal zurückgeht, ich gehe nochmal einmal auf das CT. Kommt, müsste jetzt irgendwie. Nee, das kriege ich jetzt nicht. Achso. Wenn man sich das hier noch anschaut zu Ende,
Ja, dann sieht man das auch. Ja, oh, hört er da nicht auf? Entschuldigung. So, man sieht ja ganz schön, dass auch das Radio, das Kapitulum Radius, ein Stück vom Radiuskopf entfernt, dass das nicht zentral steht. Also wir haben da auch eine Subluxation, die wir sicherlich mit Bandnähten versuchen müssen zu rekonstruieren, was nicht einfach wird. Wir haben dann diesen anteromedialen Zugang gemacht, haben die dorsale Schraube drin gelassen und diese kraniale Schraube haben dann mit hier so einem Joystick-Verfahren und mit einer Verbrückezange das dann nach hinten gebracht, haben den Ulnaris natürlich da weggebracht und haben noch zusätzlich hier eine Schraube reingemacht. Man sieht hier dorsal tatsächlich so eine kleine Defekt, das konnte man nicht besser nach dieser Zeit lösen, haben noch eine zusätzliche Schraube anteromedial eingebracht und haben dann noch Anker nach Revision des Radiuskopfes eingebracht und haben dann diese Osteosynthese so belassen, also intraoperativ dann eine 80, 90 Grad Beugung, also nicht mit dem Fixateur verstellt und hatten damit ein ganz großes Glück. Jetzt haben wir sie nach 6 Monaten noch mal gesehen und Sie sehen, dass sie da eine ganz gute Bewegung hatten, relativ niedrigen Quickdash und eigentlich eine schöne knöcherne Heilung mit hier einem kleinen knöchernen Effekt. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter und das ist tatsächlich leider, obwohl ich ja aus dem großen Asklepios-Haus jetzt ans UKE gewechselt bin, sind die Kosten auch hier ein Problem. Wenn Sie solche Doppelplatten, also 4 Platten, kann man relativ schlecht kostenneutral oder kostengünstig abbilden. Aber manchmal muss man sie machen, da muss man auch dann dahinter stehen. Was Sie auf jeden Fall machen sollten, ist die Doppelplatte immer doppelte Platte als doppelte winkelstabile Platte zu verschlüssen und mit einem umschriebenen und radialen ulnaren Zugang. Wenn Sie hier schauen, die normale Platte, leider ist das Relativgewicht hier ist relativ niedrig für solche komplexe Chirurgie mit 0,9. Das heißt, Sie haben einen Rohtarif von 3.000 Euro. Wenn Sie die Doppelplatten einsetzen und die mit so kodieren, dann haben Sie ein Relativgewicht von 1,4. Das ist diese DRG, die 131B, die ist nicht hoch, aber das ist leider so. Aber dann kommen Sie wenigstens ein bisschen näher in, ich will nicht sagen Gewinnzone, aber doch in eine richtige Abbildung, das, was Sie da leisten. Ein Slide noch, bevor ich Fragen beantworte und ich will aufmerksam bedanke, ist das erwartbare Outcome. Hier nochmal aus unserem Buch, das diesmal der Artikel vom Kollegen Siebenlist. Terrible Trial Verletzung, lateraler Zugang, Resektionsradiuskopf, wenn man eine Prothese machen muss, also den nur rausnehmen, beim instabilen Ellenbogen glaube ich nicht, ist gut. Dann hier die Osteosynthese des Koronoids, der mediale Zugang, ganz hier hinten der Bewegungsfixateur. Ich bin einer der Hauptverfechter vom Bewegungsfixateur gewesen. Wie Falschgeld habe ich den angepriesen, benutze ich bei Terrible Trial fast überhaupt nicht mehr. Wir erwarten eigentlich ganz gute Ergebnisse mit einer mittleren Hauptbewegungsachse von 100 Grad, mit einer guten Prosupination, wenn der Radiuskopf sauber versorgt worden ist, einem hohen MEPI, einem relativ niedrigen Dash und die Hauptkomplikationen sind eine Nerve-Irritation, wenn man medial an Verkalkungen als Heterotop-Ossifikation und eine Arthrose-Neigung. Die transolekrane Luxationsfraktur kann ich Ihnen keine eindeutigen Daten geben. Die kommen häufig in der Revision. Die sind wirklich, wenn man die sauber beim ersten Schuss operiert, sind sie gut, aber sie sind wirklich ein stetiger Brunnen umfassender Revisionschirurgie. Zum Beispiel, das ist natürlich ganz fürchterlich mit einer Rekonplatte, gerade das Kopf nicht versorgt, keine Bandrekonstruktion, aber auch im Jahre 2020 kommen solche Versorgungen zu uns rein. Die Montagia-like Lesion, da möchte ich noch abschließend die wunderschöne Arbeit von der Arbeitsgruppe um den Kollegen Schmidt-Haulohe in Frankfurt bzw. Wiesbaden jetzt ans Herz legen, der eine wunderschöne Arbeit hier mit solchen aufgearbeiteten Fällen vorgelegt hat. Das ist eine BG-Arbeit mit 80 Patienten, und die eigentlich sehr gute Ergebnisse gezeigt haben. Und sie haben gezeigt, dass wir relativ häufig heterotope Ossifikationen haben, die dann natürlich die Bewegung und die Prosupination minimieren. Sie sagen, sie gehen ein bisschen weg von dem Olekranon, dann nutzen sie häufig große, lange Platten und sagen aber, dass das Augenmerk doch auf die Osteosynthese des Radiuskopfes zu richten ist. Sie haben nämlich herausgefunden, dass bei den höhergradigen, also bei den Radiuskopffrakturen Mason 2, 3 und mehr, dass da tatsächlich, wenn man eine Prothese einbaut, das Outcome immer schlechter ist, besonders wenn das Koronoid betroffen ist. Also die komplexen Frakturen mit Trümmerfrakturen, Prothese, Koronoidersatz schleiden am schlechtesten. Aber ist so ein bisschen die ältere Arbeit, die sagt, Jupiter,
2D ist die schlechteste. Ich komme zum Ende von meinem Vortrag. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend für Sie. Ich wollte sagen, dass die komplexen Frakturen am Olekanon, die mit diesen drei Hauptakteuren, die mannigfaltig sind, dass man eine gute Analyse machen soll und dass wir tatsächlich auch nicht ganz fertig sind, unsere Versorgungsstrategien etwas wandeln. Ich kann Ihnen wirklich nur ans Herz legen, das so zu organisieren, dass Sie das nicht nachts machen. Das müssen Sie nicht. Sie müssen das irgendwie organisieren, dass Sie auch vielleicht ein Team sich da zusammenbilden. Wir machen relativ viele Doppelplatten mit Trizepsorganisationen. Da habe ich Ihnen so ein bisschen unsere Philosophie gezeigt. Ich glaube, dass die Terrible Triad gut beherrschbar ist. Die Transolekanon-Fraktur und die Montagelai-Gliesen gehören meiner Meinung nach, wir haben es so ein bisschen in Hamburg organisiert, die gehören in ein Zentrum. Ganz wichtig ist Zugangswege, nicht nur die Knochen zusammenschrauben, sondern die Anker, die Internal Braces einsetzen und die Doppelplatte, ganz wichtig, nicht überall dran machen, wirklich die Biomechanik erarbeiten und versuchen, das so zu analysieren, dass sie aus der ersten Operation sauber rauskommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich bin offen für Fragen und ich kann Ihnen einladen, mal zu Besuch zu bekommen. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer geworden. Und wenn Sie mal hier hinkommen, Sebastian Siebenlis hat immer noch eine Runde offen mit mir. Bitte vorbeikommen und Helm und Bike mitbringen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Mader. Ich schaue jetzt hier mal in den Chat. Da haben sich einige Fragen gesammelt und ich denke, wer möchte, darf jetzt natürlich auch sehr gerne sein Mikrofon aufmachen und mitdiskutieren. Dann lese ich hier einfach mal vor. Wie führen Sie den Firewire bei der Trizepssehnenaugmentation durch die Ulna? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir am Anfang bei diesen ganz osteoporotischen Knochen, haben wir da seitlich eine Bohrung vorher gemacht und haben eine kleine, relativ kurze kanulierte Schraube eingebracht. Das haben wir verlassen, sondern wenn wir die Platten angebracht haben, sind da ja relativ viele Schraubenlöcher möglich und wir bohren dann häufig von Ulna in etwas höher auf der Crista supinatoria durch ein ulnares Loch und bohren schräg. Man kann nicht direkt in die andere Platte rein, aber ein bisschen kranial von der anderen Platte. Da ist dann ein sehr schönes Loch und da führen wir. Der Fiberwire ist ja von einer Seite ja gewachst. Wenn man ein bisschen geschickt ist, kriegt man den einfach durchgezogen. Und was wir dann noch zusätzlich machen, haben wir sozusagen im Knochen diese Schlinge und nähen die dann, wenn es geht, vor allen Dingen im Bereich proximal am Olekanon durch des Perios, beziehungsweise einmal unter der Platte her und gehen dann in unseren Krakow-Stitch. Dann die nächste Frage. Bei welcher Indikation würden Sie den EMEA-Approach verwenden? Bei der EMEA-Approach ist ein sehr extensiver Zugang, den der Kollege Joost gemacht, den benutze ich eigentlich, der wird sozusagen vorgegeben von diesen richtigen Explosions mit Flexoren abrissen. Das heißt, da schaue ich mir an, wie sieht der Situs aus, wie sind die Muskeln abgelöst und arbeite mich dann in diesen Bereich hinein. Also der EMA ist so extensiv, da wollen Sie zum Beispiel den gesamten ventralen Koronoidanteil und bis hin nach ventral das alles darstellen. Also ich fahre für die kleinen, mittelgroßen Koronoidfragmente mit dem Flexor Split sehr gut. Und das eine, diese Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe, habe ich auch klinische Bilder. Da habe ich, weil es ein Einriss war, in dem Flexor Split den nach unten verlängert und dann oben den Muskel ein bisschen eingekerbt. Also das ist dann entsprechend in der Summe, wenn man die Flexoren ein bisschen absetzt, nach ventral faktischen EMA. Mhm. Die nächste Frage lautet, wie Sie Patienten mit sehr komplexen Frakturen nachbehandeln. Vielleicht können Sie da was zu Therapiemöglichkeiten sagen. Ja, das ist so, dass die Patienten tatsächlich, dass ich da keine Angst habe. Also wenn sie nicht stabil sind, kriegen sie bei mir, also wenn ich ein reines Kopf replantiere, wenn sie wirklich drittgradig offen und die Weichteile wirklich kompromittieren, kriegen sie bei mir einen Schutzfixateur, Bewegungsfixateur, und der nach 10 Tagen geöffnet wird. Das ist aber tatsächlich die Seltenheit. Wenn die Weichteile sauber zu und das Gelenk ist konzentrisch sauber zu, kriegen die von mir eine dorsale Gipsschiene in so 80, 90 Grad. Und die belasse ich auch für 10 bis 12 Tage.
dann sind die Weichteile gut. Das macht keine große Schwellung, keine großen Schmerzen. Und die kriegen dann häufig von mir als Schutz ohne Evidenz eine Bewegungsorthese. Da benutze ich die Össur, das ist eine isländische Firma. Die sind nicht so teuer, die sind sehr, sehr schön kompakt. Ich brauche die pro Supination, inhibiere ich fast nie. Und die kriegen sie dann für 4 Wochen. Und die kommen ans Kontrollen. Einmal nach 2 Wochen zur Anpassung der Orthese und dann noch einmal nach 6 Wochen, um zu schauen, heilt die Fraktur, ist das Gelenk konzentrisch, kann ich die Orthese abnehmen, wie ist der Bewegungsumfang? Dann eine Frage von Andreas Zell. Ich stelle mir, wie empfohlen, bei einem FCU-Split auch immer den ulnaren Nerv dar. Beim Wundverschluss frage ich mich dann immer, warum. Der Nerv ist auf der ganzen Strecke mindestens 2, meist sogar 3 Zentimeter vom FCU-Split entfernt. Würde nicht auch eine einfache digitale Palpation reichen, um eine Idee der Nervenlage zu bekommen? Ja, wenn Sie einen Flexor-Split runtergehen und machen mal unten, wie ich das jetzt bei 2 Fällen gezeigt habe, so eine Leiterplatte da unten drauf, da ist der Knochen, der wird ja konisch, geht der zusammen. Und der Flexor, also der Flexor Carpi Ulnaris mit seinem ulnaren Kopf, liegt da trügerischerweise sehr schön an. Und wenn Sie das ein bisschen abscheren, dann sehen Sie von oben nicht, dass da direkt der Nervus ulnaris liegt. Und wenn Sie dann da das ein bisschen freischieben oder mit der Schere irgendwas machen, haben Sie ihn da unten erwischt. Das heißt, ich bin ein absoluter Verfechter davon, weil das Outcome, Funktion, bla bla bla, wunderschöne Funktion, also das Surgeon-Specific Outcome ist super. Der Nervus ulnaris hat einen Schaden, der Patient wird weder zufrieden, noch ist er Ihr Freund. Also ich würde bei gerade, weil der MOCL-Komplex, den können Sie auch nicht sauber darstellen oder rekonstruieren, wenn Sie nicht vorher den Nerv wenigstens in diesem Bereich, und ich gehe wirklich bis zum ersten Motorbranch in diesen Bereich hinein, dass Sie den da sauber darstellen. Also ich kann Sie nur davor warnen, den zu palpieren und ihn dann eben über die Brust ins Auge zu erwischen. Das würde ich nicht machen.